Ist halt der Angreifer, genau. So, jetzt haben wir wieder nur minus 3, ja? Das ist gut. Aber... Alter, leck das. Da werden wir wahrscheinlich mit dieser Armee hier, also mit dieser, oh, okay. Oh, fuck. Nein. Alter, was ist das für eine Scheiße? Alter, warum leckt denn das so, ey? Mal ohne Scheiß. Was ist das, ey? Könnten wir das eigentlich? Nee, können wir nicht, glaube ich. Ich glaube das nicht, dass wir das schaffen. Wir hungern nach einer Schlacht. Kommandant! Wir werden diese Siedlung im Namen Roms. Unser Pfad ist versperrt. Scheißegal. Warum leckt denn das so hart, Alter? Warum leckt denn das so hart? Hä, warum können wir nicht belagern? Ach so. Zurückfallen und neu gruppieren. Hä, was ist das für ein Scheiß? Ich fürchte, das können wir nicht. Jetzt können wir. Niemand wird entkommen. Haben wir eh keine Chance, aber egal. Ich will. Oh Mann. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Ja, das ist wieder minus 16 natürlich, ne? Ich habe eure So, jetzt geht ihr sterben, ihr Spacken. So, werden wir mal wieder Runde. Was war das jetzt? Was war das jetzt, ey? War das irgendwie jemand mit Segens? Ich weiß nicht. Das hat sich... Alter, was? Okay. Ja. Meine Hände sind gerade arschkalt. Kommt ja so mal. Araki, ja. Araki kommt jetzt zu uns und will wahrscheinlich uns unterstützen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, dass wir weniger Chancen haben. Aber, oh, okay. Auch nicht mit den Truppen. Haben wir nicht mal irgendeine Chance. Bogenschützen haben wir, ja, aber ich glaube nicht, dass wir... Ah, komm, machen wir einfach mehr als... Sterben tut unsere Männer nicht, weil das sind eh nur Rebellen, außer einer. Und das ist unser General. Und das ist eh fast tot schon. Und Bogenschützen, ja, okay. Sind stark. Reiter haben wir viele. Geht auch noch. Und Plänkler auch. Ja. Das geht schon. Also die erste Armee können wir locker besiegen. Die zweite nicht. Also, die können, also locker, meine ich jetzt, leichter, meine ich jetzt, besiegen als die zweite. Ja, wo sind unsere Männer? Genau, da. Ach so, erstmal alle dahin. Landbogenjäger! Landbogen, ja, ich hab doch... Landbogenjäger! Warum kann ich jetzt nicht? Warum? Hä? Ich muss jetzt was hier mal PC schauen. Wahrscheinlich hört ihr das alles, aber hilft nichts anderes. Alter, das will nicht. Ich kann nichts machen auf meinen. Berittene Kundschaft da! Also. Ich weiß nicht, aber. Was ist los, Alter? Was ist los, ey? Tut mir leid. Landbogenjäger! Ich kann die da nicht... Ich kann nicht mal
Ich kann meine Tastatur gar nichts machen. Ob die irgendwie kaputt wäre. Okay, dann machen wir eben. Langbogen! Mit Geschossen bewaffnete Krieger! Langbogen! Tödliche Geschosse bereit! Langbogen! Krieger bereit! Kundschafter! Krieger bereit! Ich kann die ja nicht mehr. Was ist denn los mit meiner Tastatur gerade, Alter? Ich muss jetzt nach dem... Oh, das ist so behindert, dass ich nicht alle auswählen kann. Kann ich den nicht? Nein, kann ich nicht. Okay, ich kann so. Wisst ihr mal... So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube, ich tue das mal probieren. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht so hört. Jetzt kann ich, jetzt geht wieder. Ich wollte gleich mal nachschauen. Was los ist. Gnade im Herzen hat sich mir zu verantworten. Macht euch bereit! Mit unseren Truppen, ja. Schon ziemlich geil. Ja, unsere Bogenschützen sind halt... Die kann keiner sehen. Leinbogenjäger! Die kann niemand sehen. Niemand. Never, ever. Na okay, die warten jetzt auf die. Machen wir ein bisschen schneller. Schauen wir mal die Tieren zu. Ja, süß. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. 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 Ja, hallo. Ah, ist da. So, jetzt kommen sie langsam. Weiter! Vorwärts! Bin schneller. Yeah. Ist nicht sichtbar. What the fuck? Wie Riesenarmee ist das, ey? Die machen uns sowas von fertig, Alter. Alter, machen die uns fertig. Wir metzen uns nieder. Begeistert. Bogenschütze bringt er gar nichts. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Berittene Kundschafter! Jetzt schon fliegen, Alter, geil. Alter! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Krieger! Die Kräfte sind bereit!
Männer wach. Gott. Weiter! Rückzug! Der Tote Sie alle! Unser General wird angegriffen! Wir müssen Botschafter! Jäger! Warte, unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Natürlich fliehen die vor der Schlacht, ey, die sind eine Unterzahl übrigens. Das ist seltener. Die haben gar nicht so viel. Die haben nicht so viel Hingabe wie die Römer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ihnen mitten ins Herz! Landbogen! Landbogenjäger! Weiter! Kampf bereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Berittene Kundschafter! Wir töten sie alle! Jesus Reiter! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mach mir schnell. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein... Ja, wir haben die Steinschleuderer ausgemerzt. Oder zumindest sehr viel ausgemerzt davon. Da drüben sind eigentlich alle tot. Ja. Vielleicht aber 8 Minuten oder 9 Minuten. Gut. Bei einer schnellen Niederlage. Ich hab Feuer. Voll. Unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und Hunger. Ja, nehmen wir an. Ganz klar. Mein Herr wird nicht zögern, eure Städte niederzubringen. Was? Eure Dörfer, oh Gott! Bis Rauch den Himmel verdunkelt. Ey, nee, nicht in ihr Ernst, Alter. Ist denn ihr Ernst? Was ist das? Lol, ja, komm. Natürlich töten, Alter. Alter? Was ist denn das mal? Alter, die machen uns fertig. Die machen uns so richtig fertig, Alter. Einfach. Ja, ist mir scheißegal, wie viel Geld die wollen, Alter. Alter, die machen uns sowas von hart fertig. Einfach überall. Ey, ist mir alles so scheißegal, Alter. Ganz ehrlich, ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Alter, nee.
Bord. Hey, das... Alter. Zu hart. Warum wollen die jetzt wieder... Warum wollen die jetzt Krieg? Hier bin ich also. Sprech. Ja, das hat sich jetzt voll gelohnt, du. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Im Namen mein... So blöd, Alter. Ein scheiß Jahr da ein, Alter. Zack. Jetzt haben wir Lirien wieder. Zu euren Dingen. Kommandant? Und der mir könnte die auch eigentlich besiegen. Locker. Ja. Ja, verpiss dich. Wins Magna Graecia. Magna Graecia, genau. Das ist Magna Germania. So, jetzt können wir von Frieden sprechen. Seid ihr mutig, oder? Okay. Ja, endlich Frieden. Alter. Endlich einigermaßen Frieden. Außer gegen Quitri natürlich, aber das wollten wir ja. So, dann machen wir das hier schnell jetzt. Noch nicht. Okay, okay, okay. Bereit zum Kampf. Ich erwarte weitere. Das reicht. Dass wir Petter nur haben. Nicht gut. What? Yeah. Wir suchen Schutz. Ich erwarte eure Befehle. Die Schiffe zum Hafen. Wir werden doch wieder essen. Ja, wir haben Essen. Ja! Yay! Yeah. Oh mein Gott. Ja. Kommandant. War das alles? Oh, haben wir jetzt hier kein Essen über? Wir hungern nach einer Schlacht. Habt ihr noch weitere Befehle? Wie lautet euer nächster Befehl? Danke. Hier kann ich auch. Ja. Jetzt werden sie noch überleben, glaube ich. Gerade noch. Also Leute, ihr könnt, gegen wen könnt ihr da einen Krieg führen eigentlich? Gegen Quitri könnt ihr eigentlich alle gegen Krieg führen. So, wir haben jetzt Frieden. Wir haben eine Stadt nochmal dazu gekriegt von Magna Germania. Passt doch. Broiki haben wir ein bisschen ausgeschaltet mal wieder. Werden wir wahrscheinlich auch irgendwann ausschalten, weil sowas... kann nicht sein, darf nicht geben und das wird auch nicht mehr sein. Ich werde die irgendwann besiegen, nachdem wir Quitri ausgeschalten haben. Weil die haben ja noch eine Stadt. Oder zwei Städte. Oder eine, weiß nicht. Deshalb die gehört uns. Dann noch hier Kiruska, dann noch was haben sie noch? Hekra und Adamatu. Samosata haben die angenommen wieder. Passt doch. So, sehr schön. Das läuft ja jetzt wieder. Wir haben wieder Essen. Wie lange halt nur, ne? Das ist die Frage. Aber das ist egal. Ja, die Eier brauche ich keine Angst haben. Die... Irgendwann werde ich die auch irgendwann vernichten. Irgendwann. Geht mir nicht auch irgendwann vernichten. Ne, dann kann ich ja... Und das hier werde ich auch... Ja, das sind ja die Broiki. Segestia werde ich irgendwann angreifen, Noria und Coria, da haben wir ja. Obutz, das habe ich euch jetzt schon. Ist doch schön. Guck mal, das König,
Konföderation will ich erstmal nicht kämpfen. Ist ja riesengroß, dieses Reich, würde ich mal sagen. Okay, da hört's auf. Stimmt. Ah, das sieht alles so gleich aus, aber das ist germanisch, das ist das Dunklere. Und das ist die Bastarnen, die sind groß auch. Die haben ja ziemlich viel erobert. So, was erforschen wir denn gerade eigentlich? Okay. Gut zu wissen. Bellarmee. Ja, die kann uns aber nicht viel. Also diese Armee zumindest nicht. Mehr können sie. Die können uns nicht viel. Siarkos, ja. Irgendwann, ne? Habe ich schon immer vor. So, nach dem Verrat dann werden wir wahrscheinlich dann nochmal die Grammatendinger besiegen. Da brauchen wir große Armeen. Ich glaube, das reicht ja, diese Armeen. Diese. Weil, unsere Truppen sind einfach stärker wie die Nähere. Die haben ja nur die Wüstenkämpfer und so. Und Spanien werden wir auch irgendwann ziehen. Hoffe ich. Ja. So. Dann würde ich sagen, ich werde das hier in zwei Teile schneiden. Und ja, ganz genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Worm Tower 2, Battlefield, Planetside, Minecraft oder was auch immer. Und ich sage dann bis dann und ciao.